der Pingelige, der Besserwisser, der Coole. Schwierig. Aufgebrachte Kunden. Da weiß ich jetzt nichts drüber. Die gibt's natürlich. Das ist ja auch verständlich. Man muss sich im ersten Moment immer bewusst werden, dass der Kunde nicht auf einen persönlich sauer ist. Sachlich über die Themen reden. Schildern Sie mir bitte, was ist überhaupt passiert. Lösungsorientiertes Arbeiten. Haben Sie Fotos, haben Sie Videos? Hat die Maschine Ferndiagnose? Eine aufgeschlossene, freundliche Art sollte man haben. Ja, klar. Ja. Allgemein ist einfach Geduld, Ruhe und natürlich der Respekt. Kollegen sind natürlich fest bemüht, den Kunden zu helfen, was sie auch immer schaffen. Zu mir hat mal ein Kunde Help gesagt in England. Das ist schon ein sehr gutes Gefühl, wenn man dann rausgeht und läuft die Maschine. Ah ja. Kunde ist zufrieden. Die sagen dann, hoffentlich kommst du das nächste Mal wieder, da klappt alles. Du hast uns den Arsch gerettet. Kunden und mittlerweile zum Teil Freunde. Die respektieren das, was man für einen schweren Job hat als Servicetechniker. Das ist natürlich dann auch das Beste, weil dieses direkte Kundenfeedback. Das macht dann schon Spaß. Da steigt die Freude, ja.